Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar haben wir von der Firma Intertech ein neues Gehäuse versprochen gekriegt. Und zwar dieses hier, das Intertech A3401 Chevron. Was ist denn da los? Ja, das ist mal schneller Versand von Intertech, würde ich sagen. So, nach dieser kleinen Hommage an das gute alte Stargate. Ausgepackt haben wir es. Jetzt geht es wirklich ums Gehäuse. Das Intertech 3401 Chevron. Ja, wie ihr direkt sehen könnt, wir haben drei RGB-Lüfter direkt in der Front verbaut. Im 120 mm Format. Die sind vom Werk aus mit dabei. Das Ganze ist direkt gekoppelt an eine RGB-Steuerung. Die ist vom Werk aus direkt hinten mit drauf. So eine kleine Platine. Dort könnt ihr die Lüfter draufpacken und auch die RGB-Header. Das Ganze könnt ihr dann weiterhin ans Mainboard anschließen oder ihr könnt es lassen und dann ganz normal mittels Taster einfach hier drauf rumdrücken. Der RGB-Effekt von den Lüftern, ich finde den ziemlich gut gelungen. Also es ist eigentlich relativ dezent. Wir haben hier nur so einen Leuchtring in der Mitte und der ganze Lüfter an sich hat keine Beleuchtung. Finde ich auch nicht schlimm, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen too much. Ich würde den Tower an sich so in so eine, ja, ich würde sagen, so als guten Allrounder interpretieren, weil theoretisch ist alles möglich, was man so bei so einem Case haben möchte. Wir können Radiatoren bis zu 360 mm verbauen, 120er sowieso, 240er auch. Auch 280er passen oben in den Deckel. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ansonsten haben wir noch einen Staubfilter oben, der ist magnetisch. Na? Unten am Netzteil befindet sich auch einer. Der ist allerdings nicht so rausnehmbar. Die sind so mit so ein paar Clips dran. Dann könnt ihr den so rausziehen und dann könnt ihr den auch separat sauber machen. Ansonsten, Intertech verzichtet hier auf Temperated Glass. Wir haben alles in Acryl. Vorne an der Front haben wir hier so eine, ja, ich sag mal, so ein futuristisches Design. Das sieht man jetzt so nicht unbedingt ganz gut. Da gehen wir gleich nochmal separat drauf ein. Sonst nehme ich mal vorne die Blende gleich ab, dass wir uns das nochmal kurz separat angucken. Einbaumöglichkeiten haben wir drei Stück von den SATA-Laufwerken. Ne? Da können wir 2,5 Zoll Laufwerke drei Stück einbauen. Bei den großen Festplatten sieht es ein bisschen mau aus. Da können wir nur eine drauf einbauen. Beim Zubehör, was damit bei ist, wir haben so einen kleinen Speaker mit dabei. Alle möglichen Variationen an Schrauben. Sogar die großen Schrauben für Radiatoren. Oder beziehungsweise für die Frontlüfter. Und ein paar Kabelbinder. Oh, machen wir mal einen Kamerawechsel. Zack. Ne? Also kleines Tütchen an Schrauben, so wie es eigentlich bei jedem Gehäuse dabei ist. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, wir können hier eine SSD einbauen und hier beziehungsweise eine 2,5 Zoll Festplatte. Eine kann hier noch oben auf dem ja, Festplattenkäfig mit draufgebaut werden und die große Festplatte kommt hier mit unten rein. Mal die ganzen Kabel hier ein bisschen wegmachen. Wir haben eine Anleitung. die ist, glaube ich, nur für den RGB-Controller. Aber hier könnt ihr dann auch nochmal die ganzen Anschlussmöglichkeiten sehen. Na, also vier Stück, also ein weiterer Lüfter würde noch drauf passen. Den können wir auch mit anschließen. Oder eine Lichtleiste oder sonstiges. Alles mit Standard 5 Volt RGB. ja, ansonsten, Netzteil passt ganz normal rein. Der Platz ist ein bisschen eng. Wenn ihr das hier mal sehen könnt, also hier ist nicht so viel Platz für die restlichen Kabel. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall zwangsläufig wahrscheinlich hier mit ein bisschen mit oben mit drauf packen.
Sonst guckt das alles ein bisschen irgendwo raus. Netzteiltunnel ist drin, das finde ich auch immer ganz gut. Von den Anschlussmöglichkeiten für weitere Lüfter haben wir auf jeden Fall, oben können wir noch 220er oder 140er einbauen. Und hier hinten passt auch nochmal ein 120er mit rein. Und auf dem Netzteiltunnel an sich können auch noch zwei draufgepackt werden. Schauen wir uns im Detail an. Wie wir sehen können, hier können wir auch noch zwei auf die Netzteilabdeckung packen. Hier ist ein kleines Fenster mit drin, mit Blick auf das Netzteil. Das ist natürlich nicht im Lieferumfang mit enthalten, sondern das habe ich jetzt gerade eingebaut, um die Lichtsteuerung und die Lüfter zu aktivieren. Ja, ansonsten, wir können vom Formfaktor jeweils MATX, ATX und EATX mit einbauen. Ne, EATX wird schwierig, glaube ich. Moment. Ja, ansonsten, das Blech ist ganz gut, ist ganz solide. Also ist jetzt hier mal nicht so ganz so dünn. Das ist eigentlich recht stabil, da kann man jetzt nicht meckern. Scharfkantig ist zum Glück auch nichts. Hatte ich letztens mal irgendein Gehäuse, da habe ich mir fast beinahe im Finger geschnitten. Also ist gefährlicher als ein Stück Papier. Ja, der Staubfilter hatten wir schon bemerkt. Oh, komm mal weg hier. So, könnt ihr auch sehen, ist schön magnetisch hier. Zack. Oder hier. Ne? Also könnt ihr das hier anhängen. Fertig. Lässt sich auf jeden Fall super leicht reinigen, das Ganze dann. So, wieder drauf. Also gucken wir uns mal oben die externen Anschlüsse an. Oben haben wir klar den Ein- und Ausschalter. Der Reset-Button würde hier die RGB-Kontrolle ersetzen. Also entweder habt ihr dann die Kontrolle darüber oder ihr habt einen Reset-Button. USB 2.0 haben wir zwei Anschlüsse und einen USB 3.0. Und natürlich die Anschlüsse für Kopfhörer und für Mikrofon. Ja, und durch den erwähnten RGB-Taster können wir natürlich dann hier die ganzen Farbmodi durchgehen. Obwohl das Blau sehe ich, finde ich eigentlich ganz hübsch hier. Ne, das war das nicht, das etwas dunklere. Lala macht geiler. Und wo ist das Blau hin? Zeige ich mir nochmal das Blau, das hier. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ich gucke mal, ob ich das hier mal irgendwie. Jetzt kann man das ganz gut sehen. Diese, ich sag jetzt mal so, diese Struktur, die hier im Inneren ist, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, ich weiß nicht, so wie so ein geschliffener Diamant vielleicht. So könnte man das ganz gut beschreiben. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, auch wenn es Acryl ist. Finde ich ganz gut. Obwohl, ja, auch Tempered Glass wäre natürlich schöner. Zumindest das Seitenteil könnte aus Tempered Glass sein. Ja, da. Ja, doch, das wäre natürlich schon was Schöneres. Also zumindest zur optischen Aufwertung, ne? Um mehr geht es dabei eher nicht. Ansonsten, eine von den hinteren Slotbänden ist verschraubt und die anderen sind jeweils zum Rausbrechen. Finde ich auch immer ein bisschen doof, weil wenn man dann irgendwann mal alles rausgenommen hat oder ausnehmen musste, dann und dann hat man, keine Ahnung, vielleicht später dann doch keine Karte mehr drin, was ich zum Beispiel Netzwerkkarte oder WLAN-Karte oder was auch immer, dann hat man dann einen freien Platz. Also einmal rausgebrochen, könnt ihr das nicht nochmal verwenden. Ich spiele die ganze Zeit mit meinem. So, hinlegen. Ja, preislich liegen wir bei knapp 55 Euro, glaube ich, habe ich recherchiert. Finde ich, ist okay. Dadurch, dass wir halt drei RGB-Lüfter mit dabei haben, haben einen guten Einblick ins Gehäuse, auch wenn es nur Acrylglas ist. Lüftervorbereitung, klar, wir können hier noch ein bisschen was nachrüsten. Die große Kompatibilität zum Radiator finde ich sehr, sehr gut. Auch, dass man hier vielleicht mal einfach mal problemlos einen 360 mm Radiator, allerdings hier nur hier vorne mit einbauen kann, finde ich super. 280er ist auch kein Problem oben. Durch die ganzen Anschlüsse, beziehungsweise durch die ganzen Öffnungen, können wir hier wunderbar verkabeln. Finde ich sehr gut gelungen. Zumal wir auch die meisten Kabel perfekt eigentlich so hintenrum legen können, sodass wir eigentlich einen ziemlich guten, cleanen Aufbau im Inneren haben. Ja, was will ich großartig meckern? Ich könnte jetzt sagen, gut, klar, das Tempered Glass könnte man jetzt vielleicht noch sagen, so wäre schön gewesen, wenn es dabei gewesen wäre, ist es leider nicht, aber ne, könnte man so ein bisschen als Kritik backen. Klar, auch hier bei den Slotblenden, gut, wenn man hier noch vielleicht noch drei Stück zum Schrauben nimmt, anstatt zum Rausklippen. Obwohl, beim Zubehör war nichts dabei. Ab und zu sind die ja auch noch in so einer, dieser, mit in der Tüte mit drin. Leider auch nicht. Vielleicht kann man sich dann einfach mal hier die Kabelbinder sparen und vielleicht mal zwei von den Slotblenden mit dabei packen. Nur so eine Idee. Ja, ansonsten
guter Allround Tower. Kann man gut weiterempfehlen. Ich finde es halt gut, dass hier auf jeden Fall die RGB-Lüfter dabei sind. Oder selbst wenn sie jetzt nicht beleuchtet werden, dass hier generell Lüfter dabei sind. Das finde ich immer. Es ist eigentlich für mich, ist es einfach ein Must-Have. Die müssen dabei sein. Ja, 3 ist optimal. Wenn es nur einer wäre, wäre es Minimum. Ja, dann kann man ja einen immer noch hinten nachrüsten, sodass man zumindest ein bisschen Airflow im Gehäuse hat. Gut, das war's von meiner Seite aus. Das Intertech Chevron macht auf mich auf jeden Fall einen guten Eindruck und wir sehen uns im nächsten Video.